Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Hunter. Immer noch im Schneegebiet, denn gestern ist uns ja das Spiel abgeschmiert, bevor ich den Bison mit dem Bogen erlegen konnte. Und das müssen wir natürlich nachholen, denn nur ein echter Indianer kann den Bison mit dem Bogen erlegen. Ich habe halt schon ein bisschen gespielt und dabei festgestellt, dass sie echt gar nicht so schreckhaft sind und wir easy da dran kommen. Und über meiner linken Schulter läuft gerade ein Elch. Sehr klein, aber wie ihr sehen könnt, habe ich auch schon mein Zelt aufgestellt, denn ich war unterwegs und habe mir ein bisschen einen anderen Spot hier mal gesucht, mich ein bisschen ins Landesinnere vorgearbeitet. Mein Zelt steht jetzt hier. Muss ich mal gucken, wahrscheinlich werde ich hier noch irgendwo eins hinstellen oder so, oder das hier nochmal ein bisschen nach da versetzen, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich jetzt hier schon mal nicht so ganz an der Grenze mehr. Wo genau der beste Spot für die Bisons ist, das weiß ich auch noch nicht. Die letzten habe ich auf jeden Fall hier am Zelt geschossen, als ich es aufgebaut habe. Den ganzen Weg von da bis nach da habe ich keins gesehen gehabt. Aber gut. Hoffen wir einfach mal, dass wir heute eins sehen werden. Und was mache ich jetzt mit dem Elch, ist die Frage. Wo ist er denn? Der Kleine. Irgendwo unten zwischen den Bäumen ist da sein. Aber wir können uns mal eben umgucken, ob wir vielleicht noch ein Bison irgendwo stehen sehen. Da unten ist ein See. Ich weiß gar nicht, ob der gefroren ist, ich bin auch noch nicht hingelaufen. Auf jeden Fall habe ich gelesen, man sollte nicht ins Wasser laufen, sonst erfriert man direkt. Und kann irgendwo neu spawnen. Das wollen wir natürlich auch nicht. Da sehe ich jetzt auch nicht so schnell. Aber den Elch, den könnten wir eigentlich finden. Na, wo ist er? Also, wo die so braun sind und hier alles weiß ist, auch ein Nester, direkt vorne schon fast. Sind die dann teilweise doch schwer zu sehen durch die Bäume einfach. Aber die Bisons sieht man dann doch relativ leicht. Außer man ist halt wirklich zwischen den Bäumen mittendrin und hat nicht so den Weitblick. Aber wenn man sich hier so einen Aussichtspunkt sucht, dann ist es eigentlich ganz gut machbar, den zu erlegen. Ich sollte vielleicht erstmal hier meinen Spray nehmen. Und dann können wir den von mir jetzt auch nochmal rancallen. Auch wenn er eigentlich schon nah genug ist, um den zu erlegen. Ja, antworte uns ruhig. 30 Meter. Da packen wir doch direkt mal den Bogen aus. Ah, ist er genau hinter der Kuhle. Da kommt er hoch. Jetzt sieht er uns. Ich versuche mal einen Kopfschuss. Ja. What? Hat nicht geklappt? Oh. Da war ich etwas vor... Eilig? Hallo, der zwei Pfeile stecken, warum fällt der nicht um? Ja. Dann noch den dritten hinterher. Der war hart im Nehmen, hat ihn auch gar nicht gejuckt, ob wir auf den schießen oder nicht. Ich habe auf jeden Fall zwei Einschusslöcher gesehen. Also, Kopf ist ein Loch. Da ist ein Loch im Bauch und der andere Pfeil. Ich sehe die Pfeile auch nicht. Wahrscheinlich sind sie durchgeschlagen. Aber tatsächlich drei Treffer. Und dann hat der nicht gejuckt, ob wir da sind oder nicht. Sehr merkwürdig. Überhaupt keine Reaktion. Gucken wir mal, wie das bei den Bisons wird. Wenn, dann ist es vielleicht ein Bug oder so. Ich habe es noch nicht gehabt bis jetzt. Ist komisch, komisch. Ja, da sehen wir auf jeden Fall nochmal das Auge sehr schön. Na gut, dann würde ich sagen, das war schon mal der Einstieg. Das erste Tier liegt, wieder leider kein Bison, aber nach denen werde ich jetzt Ausschau halten und ein bisschen hier durch die Ebene latschen und gucken, ob ich einen finden kann. Und sobald ich einen im Anblick habe, seid ihr wieder mit dabei. Also bis gleich. So, da bin ich auch schon zurück. Ich bin gerade mal 30 Meter vielleicht gelaufen, kurz hier den Hang hoch und dann stand ein Bison da. Wo ist es jetzt hin? Mein kleines Freundchen. Da vorne ist es direkt vor mir. Und es guckt mich schon an. Da vorne ist sogar noch eins. Aber das guckt und guckt und es passiert einfach nichts. Da ruft auch noch ein Elch. Ich werde es jetzt einfach mal beschießen.
20 Meter. Oh. Oh. Oh, oh. Oh. Das hat mich angegriffen. Böses Bison. Und die armen Bisons traben da lustig umher. Ja gut, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie ich das getroffen habe, als es auf mich zukam. Okay, also scheu sind sie nicht. Die greifen einfach an. Körpertreffer. Jetzt steht sogar das Blut da an. Interessant. Sonst stand das irgendwie nieder. Ah, und das läuft jetzt tatsächlich weg. Also bei dem letzten Versuchen sind die einfach stehen geblieben und haben mir doof hinterher geguckt. Beziehungsweise haben mich doof angeguckt und ich konnte mich locker auf 30 Meter da ranpirschen. Beziehungsweise ich habe nicht mal gepirscht, ich bin einfach gelaufen. Und konnte es dann mit dem Bogen beschießen. Aber gut, wenn es jetzt angegriffen hat, habe ich natürlich Glück gehabt, dass ich den Bogen gerade parat hatte. Sonst hätte ich hier direkt... Na gut, okay, das Zelt ist doch nicht so weit weg, dass ich da irgendwie neu spawnen müsste. Beziehungsweise ich muss dann schon neu spawnen, aber nicht so dramatisch, dass ich irgendwie weit laufen muss. Davon läuft das Bison auch schon. Ich gehe jetzt einfach zu dem hin. Ich werde hier noch ein paar Spuren auf dem Weg mitnehmen. Und somit noch ein bisschen skillen. Auch wenn das jetzt wahrscheinlich hier irgendwo gerade ausgelaufen ist und ich ein bisschen nach rechts abweichen muss. Aber gut, solange es morgens ist auf jeden Fall, zumindest früh morgens, da sehe ich das mit dem pinken Spuren eigentlich relativ gut. Aber wenn es dann später wird, wenn die Sonne höher steht und hier alles weiß ist, dann wird es auf jeden Fall schwer mit dem Erkennen der Spuren. Da habe ich noch keine Lösung für gefunden. Ich habe auch im Forum gelesen, dass viele andere auch die Probleme haben, dass sie ihre Tracks nicht sehen. Und es soll sogar bearbeitet werden. Also die arbeiten wieder daran, dass man das irgendwie fixt und die Spuren besser sichtbar werden, damit das nicht mehr so eine Qual wird, die zu verfolgen. Aber solange wir Sichtkontakt haben, ist das natürlich kein Problem. Ich werde jetzt einfach mal auf den zulaufen und gucken, wie er reagieren wird. Auf jeden Fall hat er mich, glaube ich, bemerkt, weil der Kopf ist schon seitlich. Aber ich muss auch irgendwie seitlich kommen, damit ich einen halbwegs sauberen Schuss anbringen kann. Denn der Körpertreffer war natürlich nicht so gut. Und wir sind, glaube ich, schon gar nicht mehr so weit weg. Und er bewegt sich einfach überhaupt nicht. Das juckt den gar nicht. Da sehen wir schon den Fall stecken. Etwas hoch auf jeden Fall. 30 Meter sind wir schon wieder dran. Das heißt, ich könnte eigentlich einen Schuss wagen. Also ich hock nicht, ich laufe einfach drauf zu, das juckt das Viech überhaupt gar nicht. Na gut, wenn es sich jetzt bewegt, ist natürlich wieder doof. Ja, bleib stehen, das ist nett von dir. Und dann hoffen wir mal, dass wir jetzt die Lunge getroffen haben. Was ich auch anfangs hatte, ist, dass ich oft das Schulterblatt getroffen habe, weil das ziemlich weit vorne liegt und die Lunge ist tatsächlich erst dahinter irgendwo. Also wenn man es hinters Hinterbein zielt, dann trifft man die Lunge. Ob ich das jetzt hier gut umgesetzt habe, das werden wir noch sehen. Ja, ich habe schon einen Körpertreffer. Aber ich habe auch beim anderen Versuch keinen Lungenschweiß bekommen. Von daher hoffe ich einfach mal, dass das trotzdem irgendwie ein halbwegs ordentlicher Treffer war. Und das Tierchen gleich verenden wird. Denn hier wird mir das jetzt hier schon wieder ein bisschen zu baumig. Nicht, dass wir das verlieren. Da ist auf jeden Fall noch die Fährte. Dann wandern wir natürlich mal darüber. Und hoffen, dass es hier hinterm Felsen irgendwo liegen wird. Na, da vorne steht er wieder. Also einfach mal weiter verfolgen. Hier ist die Fährte. Weit flüchten tun die echt nicht. Aber warum der nicht tot ist, ist natürlich noch die andere Frage. Da ruft auch noch ein Elch. Nehmen wir auch nochmal mit die Spur. Auch wenn das jetzt doof war, weil jetzt die Spur hier von dem Bison noch schwieriger zu tracken ist. Aber ich glaube, da vorne ist sie schon wieder.
Wenn ich dem vielleicht ein bisschen Ruhe geben würde, dann wird er sich vielleicht niedertun. Aber ich werde den jetzt einfach mal schön vor mir hertreiben, bis ich den down habe. Die Schüsse scheinen nicht so gut gewesen zu sein. Ah, jetzt trabt er noch. Aber rennt tut er nicht. Ist das überhaupt der Richtige? Ich muss den mal kurz abchecken mit dem Fernglas, ob der Pfeile stecken hat. Ja, zwei Stück. In Spanien kämpfen sie, den Stierkampf zu verbieten. Hier bekommen wir den. Vielleicht muss ich das auch mal mit dem Crossbow versuchen oder so, aber da vorne ist der Elch. Der ist gar nicht mal so klein, glaube ich. Ah, wo ist er? Ah, da sehe ich das Geweih. Ah, okay. Ist auch kein Riese. Also können wir den erstmal links liegen lassen. Muss mal gucken. Okay, Reviergrenze ist noch nicht in der Nähe, glaube ich. Ne, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Dann schauen wir mal, ob wir den diesmal zur Strecke bekommen hier. Ich werde einfach mal noch ein bisschen weiter seitlich laufen, um diesmal den Blattschuss halbwegs hinzubekommen. Also irgendwie habe ich das mit der Anatomie von denen noch nicht so wirklich drauf. So, 20 Meter. Das Vorderbein irgendwo. Ah, der hat schon mit dem Huf geschart. Aber so langsam müsste der echt mal down gehen nach drei Pfeilen. Die ganze Folge hier besteht aus einem einzigen Bison. Ich werde das auch nicht kappen, bis das Viech jetzt down ist. Schon wieder ein Körpertreffer und da vorne läuft es immer noch. Das kann doch echt nicht wahr sein. Aber ist das jetzt tatsächlich der Bug, wie mit dem Elch, der einfach nicht reagiert? Ich möchte echt mal gerne sehen, wo ich den getroffen habe. Ah, jetzt haben wir Lunge-Herztreffer. Dann sollte doch eigentlich nicht mehr so weit gehen, oder? Ja, das Blut sieht auch schon viel besser aus. Diesmal haben wir auf jeden Fall eine Lunge getroffen. Jetzt nur noch hier durch den Wald arbeiten. Und hoffen, dass es gleich dann irgendwo zwischen den Bäumen auftaucht. Am besten in der liegenden Position. Verliert auf jeden Fall viel Blut. Aber ich sehe es jetzt einfach gar nicht mehr. Egal, wir werden da schon rankommen. Also scheint es so, wenn man sich nähert, dass sie doch eher zum Angriff neigen als zur Flucht. Zumindest jetzt die... Oder zumindest das jetzt hier. Die beiden ja nicht. Das war ja erst eins, was ich hier verfolge. Aber ich werde da schon noch irgendwie bekommen. Das ist da vorne links. Oder ist das ein Baum? Ich glaube, es ist ein Baum gewesen. So, da geht die Spur weiter. Kann ja nicht so schwer zu finden sein, das gute Tier. Flüchtend, das hier könnte schon eine Blutspur sein. Ja. Aber eine Körperblutspur. Nicht, dass wir jetzt wieder den Bug bekommen. Ach, da liegt's. Aber es lebt, glaube ich, sogar noch, oder? Es ist tot. Ne, es ist tot, glaube ich. Sehr gut. Haben wir es doch noch zur Strecke gebracht. Nach dem dritten Treffer gucken wir erstmal, wo die ersten beiden waren. Okay, der erste war Körper. Der war zu hoch, das habe ich auch gesehen. Und der steckt schon den Kopf in den Schnee. Weil er glaubt, er ist ein Strauß. Aber wir sind hier nicht in Australien. Dafür liegt hier zu viel Schnee. Sammeln wir den mal ein. Ja, und da sehen wir schon die ersten beiden Treffer leider in den Körper und dann erst die Lunge getroffen. Deshalb ist er ein bisschen weit gegangen. Ich habe auch noch keinen männlichen Bison erlegt, das möchte ich mal direkt erwähnen. 7 Minuten hat er gelebt. Na gut. Müssen wir mit leben. Jetzt hat er den Kopf ganz reingesteckt. Kommt, mein Freund. Ja, gib mir ein Küsschen. Sieht von der anderen Seite besser aus. Ne. Sieht von beiden Seiten nicht gut aus, aber egal. Ich möchte gerne höher kommen. Na gut, kriege ich nicht hin. Egal, annehmen. Und dann
mache ich mich auf der Suche zum nächsten. Das Blöde war natürlich, dass sie jetzt relativ weit weg waren, weil ich ihn hier so lange verfolgt habe. Aber ich versuche mal, ob ich die Herde da noch auftreiben kann. Und dann hoffe ich, dass ich den schneller erlegen kann als den jetzt hier. Aber den ersten mit dem Bogen haben wir eingesackt. Weiter geht's. Also bis gleich. So, da sind wir da zurück im Schneesturm. Was eine Tortur. Ich kann es euch sagen. Wir können mal kurz auf die Map gucken. Ich bin hier, habe einen Bison verfolgt, habe es hier verloren. Bin einmal in den Bogen wieder zurück, weil ich dachte, hier ist vielleicht noch was in der Ebene, weil da war mir auf jeden Fall viel zu waldig. Der Berg da, locker 20 Elche, also Moose Mountain hier, wenn ihr Elche haben wollt, geht hier hin. Ist eine Plage, aber nirgendwo auch nur ein einziges verdammtes Bison. Und ist mir das hier abgehauen, oder was? Oder steht es hinter den Tannen? Gerade war auf jeden Fall eins hier vor mir. Nachdem ich hier ordentlich rumgelaufen bin. Da steht's. Perfekt. Also dahin ist sogar noch ein zweites. Holla die Waldfee. Ich muss noch auf jeden Fall den richtigen Bison-Spot hier raussuchen. Die besten Jagdgründe für die, weil das gefiel mir jetzt überhaupt nicht. Entweder sind die einfach so selten oder ich bin halt tatsächlich im falschen Gebiet unterwegs. Auf jeden Fall da, wo es so waldig ist, ist es echt nicht leicht zu jagen. Jetzt hoffe ich natürlich, dass wir einen halbwegs guten Schuss antragen können. 30 Meter. Und dann hoffen wir mal, dass der halbwegs in der Lunge sitzt. Und wir es nicht so weit verfolgen müssen. Eigentlich könnte ich das zweite auch mit der 7mm der schießen. Wenn wir es denn irgendwie liegend zu Gesicht bekommen, durch die Bäume. Ah, doofer Schuss. Ob das was wird, weiß ich nicht. Ich werde wahrscheinlich nicht mal den Anschluss wiederfinden. Ah, da oben läuft's. Sieht auf jeden Fall schwer. Oh, ist sogar männliches Mal. Ah, ich hätte vielleicht noch mal nachschießen sollen. Jetzt kraxelt da lustig den Berg hoch. Ja, und genau in dem Moment kommt es aus der Renderdistanz raus. So, wo war der Anschluss? Irgendwo da. Keine Ahnung. Irgendwo bei den Bäumen. Haben wir natürlich noch nicht gemerkt, welcher Baum. Aber das hier ist auf jeden Fall schönes Blut, wie ich finde. Denn das heißt Lunge, Herz. Und damit sollte der eigentlich nicht so weit gehen. Schauen wir mal, ob wir den auftreiben können. Huiuiui, hat das doch noch geklappt. Eigentlich wollte ich heute zwei Folgen aufnehmen. Aber ganz im Ernst, das hat jetzt so lange gedauert. Ist schon wieder kurz vor 1 und die Müdigkeit treibt mich gleich ins Bett, deshalb werde ich keine zweite Folge mehr schaffen, leider. Aber auf jeden Fall werde ich die jetzt hier erstmal zu Ende führen. Und in den nächsten gucken wir dann mal, was wir machen. Auf jeden Fall stehen natürlich noch unsere flauschigen Plüschtiere aus, die Füchse und die Hasen, aber ohne Witz, wenn ich schon so ein braunes, fettes Bison auf einer weißen Fläche nicht sehe, dann habe ich ernsthafte Bedenken, dass wir einen Hasen oder Fuchs sehen werden, wenn die so gut getarnt sind. Ich habe auch nicht eine Spur davon gesehen auf meiner Reise hier, auch nicht vom Hirsch, aber da bin ich sowieso dann wahrscheinlich im falschen Gebiet für. Auf jeden Fall, der Bison hier liegt, der ist nicht weit gegangen, das ist gut. Sacken wir den also direkt mal ein, wobei ich mache das von der Seite, dann brauche ich mich beim Trophy Shot nicht viel bewegen. Was haben wir hier? Auch ein männliches, sehr gut, 61. Ich hatte aber schon weibliches heute, was höher war, mit 95. Also ist es wohl gar nicht so relevant, ob männlich oder weiblich, weil die Hörner haben sie beide. Auf jeden Fall 600 Kilo, wer das tragen möchte, das will ich auch mal gerne wissen. Aber früher haben sie nur die Zungen rausgeschnitten und den Rest liegen lassen. Zumindest die ersten Siedler, die dann kamen. Ja, guckst du mich jetzt hier ein bisschen an?
erstmal durch die Decke hier. So. Das haben wir erledigt. Und dann gucke ich mal eben, ob ich den Anschluss da finde. Oder ob das nichts wird. Jetzt auf jeden Fall ziemlich weit gegangen. Also deshalb denke ich mal, dass es kein tödlicher Treffer war. Und wenn, dann irgendwie Körper oder sowas. Aber wahrscheinlich Eingeweide. Aber warum versuche ich den Scheiß auch? Der stand so beschissen. Da muss man damit rechnen, dass der Schuss nicht sitzen wird. Ich möchte auf jeden Fall auch noch die neue Waffe ausprobieren. Die 4570 Unterhebelrepetierer. Die soll ordentlich Bums haben. Auf Distanz war es nicht, aber auf kurze Distanz ist sie bestimmt nicht so schlecht. Was haben wir hier für eine Fährte? Ein flüchtendes Bison. Also ist da vorne der Anschluss. Perfekt, da sehen wir schon. Und da oben liegt sogar das Bison. Auf dem Hang. Sehr gut. Also ist es nur außerhalb der Rennerdistanz gerannt und dann haben wir es erwischt auch. Sogar Lungenherztreffer. Und Bison Tracking Level 3 auch noch erreicht. Ich würde jetzt hier nochmal eben hier. Ja, wobei. Eigentlich kann ich mir das auch schenken mit dem Tracken, aber jeder Skill ist natürlich viel wert. Der macht jetzt hier nur so einen doofen Bogen, deshalb wollte ich das nicht tracken. Aber gut. Laufe ich den Bogen halt auch mal eben mit. Ich renne mal eben. Dann sind wir schneller am Bison. Wenn wir da überhaupt hinkommen, ist es so felsig, nicht, dass wir gleich abrutschen und uns die Beine brechen. Das wäre natürlich doof, wenn die Bisons da hochlaufen können und ich nicht. Aber ich hoffe mal, dass wir da hinkommen. Auf jeden Fall felsiger Untergrund hier. Oh, hier oben könnte ich mir eigentlich so einen Hochsitz hinstellen, aber wahrscheinlich geht das hier nicht, weil die Ebene, ach, weil die Fläche sowieso viel zu uneben ist dafür. Hätte man auf jeden Fall mal einen guten Überblick von hier. So, hier kommen wir auch easy hoch. Wäre natürlich interessant, wenn wir den Becher ganz hochkommen. Das will ich auf jeden Fall auch noch versuchen, aber nicht mehr heute. Erstmal hier mein drittes Bison einsammeln. Auch ein Männchen. Oh, das klappert nochmal ordentlich, weil es den Berg runterfällt. Sehr gut, 56, auch kein großes. Oh, der ist aber hier, macht hier Kopfstand. Dann machen wir halt ein Kopfstand-Bison-Foto. Nein, nicht richtig rum. Bleib falsch rum. Ja, okay, jetzt haben wir es doch noch richtig rumgedreht. Und wir haben es am Unterkiefer. Ah, ich kriege das mit dem Bison sowieso nicht hin. Jetzt sieht es aus ein bisschen wie so eine Bergziege. So, hässliches Foto. Nehmen wir an. Egal, das soll es heute gewesen sein. Also mit dem Bogen klappt's. Auf jeden Fall, wenn man die gut trifft. Herztreff habe ich jetzt noch nicht hinbekommen. Lunge klappt auf jeden Fall. Da sind die Fluchtstrecken nicht so weit. Beim Körpertreffer wird es überleben, denke ich mal. Oder es wird halt sehr lange flüchten. Also zielt gut. Und wenn ihr euch annähert, passt auf. Die sind zwar nicht scheu, aber anscheinend aggressiv. Zumindest das eine, was mich angegriffen hat. Ich werde es auf jeden Fall noch weiter testen, ob sie sich auch streicheln lassen oder nicht. Aber das sehen wir dann alles in der nächsten Folge. Ob wir da das neue Gewehr testen oder auf die flauschigen Tierchen gehen. Das weiß ich noch nicht. Das entscheide ich spontan. Und ich hoffe, ihr seid dann auf jeden Fall wieder mit von der Partie. Und bis dahin, Waldmannsheil und bis dann.